Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feins Grillen Barbecue. Heute gibt's was für den Backen. Und was für ein dummer Wortwitz. Heute gibt's Rinderbäckchen aus dem Dutch Oven. Und wie man die macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. So, als Zutaten brauchen wir als allererstes Rinderbäckchen, Rinderbacken. Das sind die Dinger hier. Gibt es bei Beef Bandits. Und wenn ihr den Code Klaus oder Klaus10 verwendet, dann spart er nochmal 10% auf die Bäckchen. Und guck mal an, du hast praktisch zwei Sorten von Bäckchen, die drin sind. Die kommen tatsächlich von der Rinderbacke. Also hier ist auf der Seite so, der große Kaumuskel. Und du hast die Variante dabei immer und die Variante. Die eine Variante ist geschnitten und die andere ist ungeschnitten. Diese, die Schneide hier, macht man also so, dann wird ein Schnitt gesetzt. Und das macht man bei der Fleischbeschau, um zu gucken, ob das Fleisch von Parasiten befallen ist. Und dann nimmt man immer so ein relativ unedles Stück, das ist die Rinderbacke. Und da setzt immer der Veterinär den Schnitt an und macht hier bei der Fleischbeschau, guckt, ob das alles in Ordnung ist oder ob das von irgendwas befallen ist. Und deshalb ist die Hälfte der Rinderbacken geschnitten und die eine Hälfte umgeschnitten. Also du musst natürlich nicht beide Seiten von dem Rind kaputt schneiden, sondern nur eine. Und da reicht so ein Schnitt, wie er hier ist. Und so haben wir die hier. Und jetzt sind so ungefähr so 2,5, 2,7 Kilo in der Größenordnung. Dann habe ich hier noch Öl, habe hier noch 300 Milliliter Rotwein. Am besten so ein Rotwein, der gerade noch so schmeckt. Hier vorne seht ihr ein bisschen Mehl. Hier haben wir so 500 Milliliter Brühe. Die habe ich mir gemacht aus meinem Basic Stock. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr auch eine andere Brühe nehmen, so worauf ihr gerade Lust habt. An die Würzen habe ich mit dabei. Hier immer, klar, wir sind Dutch-Ofen-Zauber. Und hier immer Gulaschgewürz. Beide könnt ihr euch kaufen oder nachmischen. Also kaufen seht ihr hier unten. Die könnt ihr euch natürlich auch bei eurem Grillhändler vor Ort kaufen. Ein sehr guter Grillhändler hat die immer da. Und der freut sich sehr über euren Besuch. Gerade bei der Jahreszeit. Wettig. So, und hier haben wir immer ein bisschen Suppengemüse in kleine, ja, Fachmann würde sagen, in Brunoise geschnitten, also kleine Würfelchen, Zwiebeln dazu, ein bisschen Lauch dazu, also eine bunte Mischung aus allem. Hier vorne seht ihr noch den Deckel vom Dutch Oven, da steht DO9 drauf, also 9er Dutch Oven. Der ist im Fall von mir, könnt auch jeden anderen nehmen, aber meiner ist natürlich besonders schön. Gibt es bei Grillfrust unter anderem zu kaufen und was man immer braucht, ist ein scharfes Messer und ein Brett. Als erstes nehmen wir ein paar Grillkohlen. Meine heißen Kohlen. Nehmt die Grillkohlen, zu denen ihr Lust habt. Verteilt die wirklich ordentlich vollflächig. Einmal. Ihr seht hier die drei Schrauben. Die habe ich immer da liegen, dass der Dutch Oven die Kohlen nicht erstickt. Dass wir einfach noch mal einen Zentimeter mehr Luft haben. Dann guck mal hier, die Füßchen sind schon nicht ganz flach. Aber besser ist haben als brauchen. Deshalb so ein bisschen Luft gewinnen ist eine schöne Sache. Und dann stellen wir den hier drauf und geben schon mal ein bisschen Öl rein, dass das hier schön heiß werden kann. Ja, bei den Rinderbäckchen siehst du schon, was das für dunkles Fleisch ist und riecht doch richtig fleischig. Und da, die mehlen wir jetzt eben mal rüber ordentlich von allen Seiten. Dann haben wir nämlich gleich eine schöne Kruste außen dran so ein bisschen. Und das Mehl sorgt dazu nachher noch dafür, dass unsere Soße, die wir nachher haben, was natürlich immer der Star bei so einer Nummer ist, schön gebunden wird. Herrlich. So, das sollte reichen. Der Dutch Oven hat jetzt schön Temperatur bekommen und da braten wir jetzt unsere Rinderbäckchen einzeln an. Aber wir wollen ja fertig werden, von daher können wir auch zwei reinpacken hier. Die Kohlen haben wir ordentlich Schub, der geht gut voran. Guck mal, wir haben sie sachte angegrillt oder angebraten. Ja, dann können wir das schon immer umdrehen. Und machen so. Falls ihr euch fragt, warum man dafür die Rinderbacke nimmt, liegt daran, die Kuh ist ein Wiederkäuer. Das heißt also, die verdaut die Nahrung einmal, dann drückt sie wieder hoch. Dann kaut sie wieder eine ganze Weile, also siehst du Kühe auch rumstehen, die kauen, ohne dass sie gerade was gefressen haben. Und deshalb sind die ständig in Bewegung und die hängen voll mit Kollagen, also sind eigentlich sehr, sehr zäh. In den zähesten Stücken nach der Wade am Rind. Aber wenn man dieses Kollagen jetzt durch dieses Schmoren nachher auslöst, wird da Gelatine draus. Und Gelatine ist das, was den Geschmack super an Gaumen transportiert und da kleben bleibt. Also merkst du nachher, ja, wenn die Lippen so ein bisschen zusammenkleben und der Geschmack, der da drin ist, bleibt also möglichst lange an Zunge und Gaumen kleben. Und dadurch hast du ein unwahrscheinlich intensives Geschmackserlebnis. Und deshalb ist die Rinderbacke dafür so eine Nummer sehr, 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 sehr gut geeignet. Und warum bekommt man oft Ochsenbäckchen? Man sagt dazu Ochsenbäckchen. Ja, ob die jetzt von der Ochsen sind oder von der Ferse oder vom Rind, man sagt die allgemein Ochsenbäckchen. Rinderbacke wäre meistens die korrekte Bezeichnung, aber irgendwie hat sich Ochsenbacke eingepegelt, auch wenn man Grillhähnchen zum Beispiel ja auch ein Hühnchen sein kann. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und das Schöne auch an so einem Gericht ist, dass das wieder so eine Nummer ist, die das gesamte Tier verwertet. Ne? Weil so ein Rind besteht halt nicht nur aus Roastbeef, Entrecot und Filet, sondern hat viel, viel mehr zu bieten. Und da ist es darum, auch als Respekt gegenüber dem Tier so zu verwerten, dass alles am Ende lecker wird. So, hier haben wir schön das Mehl, siehst du, ist ein bisschen ankaramellisiert. Hier wird es braun. Also
die Jungs raus und die nächsten anbraten. Prinzip ist ja jetzt klar. Schau mal, schön am Dartofen ist, dass du immer so einen Deckel hast. Den kannst du immer schön zur Seite stellen, dass du so eine kleine Zwischenablage. Jetzt lässt man so den Dartofen noch mal 1-2 Minuten zur Temperatur kommen und dann kommt schon unser Gemüse drin. Einfach herzlos rin tun. Und dann so unter gelegentlichem Rühren richtig schön Farbe ziehen lassen. Guck mal hier, beim Anbraten kannst du eigentlich schon so ein bisschen Dutch-Ofen-Zauber ranmachen, so, immer so 2 Esslöffel. Da ist nämlich Salz drin. Und das Salz sorgt dafür, dass es schön schnell weich wird, das Gemüse. Und die Würze da drin, wenn die so ein bisschen anrösten, ist das kein Fehler, sondern ein Feature. So, das Fleisch anbraten hat jetzt ungefähr 10-12 Minuten gedauert und das Gemüse anrösten dauert auch so knapp eine Viertelstunde. Guck mal, so sieht unser Gemüse aus, wenn der Löffel vorne so ein Rand ist, so ein Satzrand, dann ist der richtige Moment, eine Folge zu machen. Und zwar einfach mal ganz leicht. Noch mal einen Löffel Mehl rüber stäuben. Und den mit umrühren jetzt für ein Minütchen ganz kurz mit anzubraten. Und dann merkst du schon, wie das so ein bisschen schlonsig wird. Das ist sehr gut. Und jetzt haben wir unten so ein bisschen Satz unten dran am Boden. Und das ist das, was wir uns jetzt hier mit zurückholen. Und zwar mit dem Rotwein. Den eben mal angießen. Und dann wirklich jetzt mit dem Holzspatel den ganzen Satz hochholen, weil das ist der Geschmack, der nachher das Essen noch mal besser macht. Und das ist das, was eine gute Küche von einer sehr guten unterscheidet. Jetzt blubbert es schön und jetzt sehen wir hier einen Esslöffel, das reicht wirklich einen Esslöffel Gulaschgewürz dazu. Das soll ja nur so ein bisschen sein, Paprika so ein bisschen drin sein, das soll ja nicht schmecken wie eine Ochsenbacke im Gulasch. Aber so ein bisschen braucht diese Frucht hier schon. Kann man keinen sehen, so, und das ist jetzt nämlich der Idealzustand. Wenn du hier die Kelle durchziehst, siehst du, dass das hinten so ganz sachte zusammenläuft. Dass es nicht so wässrig ist, sondern dass es schon so richtig so eine Plümpe ist. Und dann haben wir hier schon genug Kraft gesammelt, die wir brauchen. Und können das mit einem halben Liter Brühe verdünnen. So, da packen wir jetzt ganz stumpf unsere Ochsenbacken drin. Versenken die in der Brühe und tunken die so runter, dass möglichst wenig Fleisch oben raussteht. Ungefähr so ist der Idealzustand. Und da kommt jetzt der Deckel oben drauf. Jetzt haben wir natürlich wieder einen strategischen Fehler gemacht, den ich öfter mache. Ich lasse nämlich die Kohlen hier für die halbe Stunde vom Anbraten in dem einzelnen Kamin und dann brennen die natürlich relativ schnell weg. Also sind hier nicht mehr so viele große da. Aber statt ein paar große tun es auch viele kleine, die jetzt ungefähr so hinschubsen, dass jetzt der Deckel hier oben zur Hälfte mit Kohlen bedeckt ist. Und unten machen wir einfach vollflächig. Und dann haben wir schön Schub drin. Wie lange bleibt das Fleisch jetzt da drin? Ich würde sagen so ungefähr 3,5 Stunden. Vielleicht doch 4. Also das kann richtig Zeit brauchen. Wir gucken so alle halbe Stunde, alle Stündchen mal nach. Ihr kennt es ja schon, gucken, ob hier noch Feuchtigkeit drin ist. Wenn Wasser rausgeht, also wenn Flüssigkeit verdampft, geht man nicht mit Brühe oder Wein wieder auf, sondern bloß Wasser wieder drin. Also ganz normales, idealerweise vorher wärmte Leitungswasser. Wenn du den Wasserkocher hast, kannst du mal vorkochen. Weil sonst ziehst du nämlich immer gleich unglaublich, was ist das für ein unglaubliches Geräusch? Ekelhaft. Also, dann ziehst du gleich wieder so viel Energie raus, wenn du kaltes Wasser reinkippst, deshalb nachkippen immer mit kochendem Wasser. So, ihr hübschen Menschen, ja, der Swoosh ist rum und das hat jetzt 1,5 Stunden gedauert. Wir gucken mal rein. Und ihr seht schon, ich habe den Deckel verdreht, weil ich hatte den vorher so, dass der hier auf dieser Abdampfbestellung war. Und dann ist natürlich sehr viel Wasser rausgegangen. Und guck mal da, so sieht der Spaß jetzt aus. Blubbert und brutzelt köstlich vor sich hin. Und was ich jetzt mal mache, so nach so 1,5 Stunden, dass wir die mal nehmen und einfach mal umdrehen. Die kriegen jetzt immer so ein bisschen Oberhitze ab und bräunen noch so schön. Und das ist ja was dann auch unten super passieren kann. Also einfach den mitnehmen. Ne? Also einfach ganz herzlos nehmen und immer upside down die ganze Sache umdrehen. Ne? Logisch. Und wenn man schon mal bei ist, dann empfehle ich sich auch gleich mal hier so einen kleinen Löffel Soße zu nehmen. Husten ist heiß. Das wird sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Man muss sich wirklich zurückhalten, jetzt nicht die Soße schon runter zu löffeln, sondern einfach so grillen zu lassen. Und ich würde jetzt noch einen kleinen Schluck Wasser zukippen, dass wir noch ein bisschen Feuchtigkeit drin haben. Weil der ganze Sellerie und so, der zersetzt sich ja noch, der hebt ja noch Bindung. Und einkochen können wir immer noch. Deckel wieder zu. Und wir werden jetzt in einer halben Stunde noch mal ein paar Kohlen ansetzen. Und dann werden wir noch mal ein bisschen nachlegen, weil die zerfallen hier so ein bisschen. Einfach ein bisschen was nachfeuern. Und dann wird alles gut. So, wir hatten noch immer Kohlen nachgelegt, hätten wir uns aber sparen können, weil die Originalkohlen sind hier noch im Mini-Format erhalten. Das hätte auch gereicht bis zum Ende. Naja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr vorsichtiger und umsichtiger Mensch bin und deshalb immer lieber ein bisschen mehr mache. Naja, das kostet mich manchmal Geld, so wie jetzt hier. Aber es soll sich hier nicht um meine Armut drehen, sondern hier um das, was wir hier im Topf haben. Guck mal hier schön. Da sind unsere Bäckchen. Geil, oder?
Den Topf nehmen wir mal zur Seite, an der Stelle, wo keine Kohlen sind. Und wir fischen uns die Burschen mal raus hier. Gucken, ob wir so ein Stück kriegen. Oh, herrlich. Die laufen so schon breit, wa? Junge, 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 die sind wie ein Schwamm. Das ist schön, schön dick und wenn wir die Mühle durchpürieren, dann wird das noch dicker. Deshalb kippen wir gleich ein bisschen Wasser ran. Das kann jetzt ruhig kalt sein. Ein klein bisschen Zucker ist immer eine gute Idee für so eine Soße. Und weil ich ein alter Fuscher bin und dunkle Soßen mag, kommt noch ein schöner Spritzer Zuckerkulör ran. Dann schnappe ich mir mal einen Pürierstab und püriere die ganze Sache durch. Jetzt schnappe ich mir die Bäckchen und schneide die einfach immer durch. Und das ist schon so, ich könnte die, glaube ich, mit der Messerrückseite durchschneiden. Geht. Auch das große hier? Ja, auch da. Geil. Ich glaube, man könnte sie einen Löffel nehmen zum Durchschneiden. Den hier auch, den schneiden wir auch durch. Und wie lange waren die jetzt insgesamt drin? Ich weiß, so circa 3,5 Stunden. Die brauchen die schon. Also das muss schon richtig zerfallig sein. Du kannst zum Beispiel gucken, ob die weich genug sind, wenn du einen Löffel nimmst und hier einfach mal in so eine mit der Seite in so ein Ding drin drückst. So, und jetzt ziehen wir die zurück in die Soße. Jetzt ziehen wir die immer richtig schön durch die Soße, dass sie ringsherum schön benetzt sind. Herrlich. Und das ist doch ein Bild für die Götter, oder? Viele Grüße in den Schwabenland diesmal. Da habe ich ja sehr, sehr lange gewohnt. Deshalb auch Spätzle. Und hier ein bisschen Soße dazu. Wer möchte, kann sich noch Rotkraut dazu tun. Aber wir müssen ja heute mit dem Gemüseanteil nicht übertreiben. So. Und das wäre jetzt so eine kleine Klausportion. Ich freue mich wie ein Schneekönig. Auf den besonderen Wunsch einer jungen Dame mache ich hier nochmal die Nummer mit dem Löffel. Ja, du brauchst dieses Fleisch brauchst du echt bloß einen Löffel. Und dann also wirklich super, super zart. Oh. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich muss sagen, ich habe heute tatsächlich noch nicht viel gegessen. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Also, auf euch rinnen die hohle Birne. Also, das Schlimme daran ist, dass du kaum das Fleisch von dem Spätzle unterscheiden kannst. So zart ist das. Und wenn es hier nehmen, kannst du das breit drücken. Siehst du, so hier, das ist einfach alles weg. Ich nehme jetzt hier noch einen schönen Löffel und dann dürfen alle anderen auch essen. So gut. Und was ich euch wirklich aufs Herzlichste wünsche, ist, dass ihr mal ein paar schöne Rinderbäckchen oder Ochsenbäckchen aus dem Dutch Oven macht. Ihr habt gesehen, dauert ein bisschen, Arbeitsaufwand ist nicht viel, aber das Ergebnis ist wirklich outstanding und so schön, das ist so ein Wohlfühlessen. Mega geil. Also, Daumen nach oben, wohlwollende Kommentare oder vielleicht auch ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Kilt, feines Grand Barbecue. Macht's gut. Geil, oder? Nur Soße, oder? Hier ist schon die Soße, die rauskommt. Ist schon so. Ach, Fleisch muss auch sein. Komm. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.